Buch. Ja. Und einen Krug. Und jetzt brauche ich zwei Hirsche. Ach so. Aha. Ist jetzt das Wimmelbild offen? Nein. Weil ich einfach weiß, dass ich hier hin muss. Einfach nein. Boah, dann bin ich aber ein bisschen ratlos. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich noch machen soll. Ja, dafür brauche ich Säure. Und hier ist der lilane Stern, ne? Boah, dann weiß ich es nicht. Ja, ich muss ja jetzt jeden Screen nochmal abgehen. Und ja, ich bin jetzt so frei und nehme mir jetzt noch einen Tipp. Weil ich ja eigentlich überall brav gesucht habe. War ich hier hinten? Ist besser, wenn ich hier rumlaufe, oder? Zeit habe ich durch. Schaffst du eventuell noch. Aha, wir müssen also hier irgendwo hin. Aha, hier. Schön. Ein Schraubenschlüssel, den brauchen wir auch. Eine Hasenpfote. Zwei Spinnen. Eine und noch eine. Ein Weinglas. Ein Rahmen. Oh. Ein Messer. Löffel. Tortenheber. Löffel. Es ist ein Messer. Es war eigentlich ein Tortenheber, aber... eine Raupe. Das da? Ja. Ein Mond. Ein Spatz. Ein Säbel. Ein Hund. Und ein Apfel. Schön. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin muss. Aber wie gesagt, es ist teilweise echt ätzend, dass du alle Screens nochmal ablaufen musst, weil du weißt nicht, wo sich ein Wimmelbild wieder geöffnet hat. Und dafür sind es meiner Meinung nach einfach zu viele. Einen Weg hineinfinden. Aha, jetzt kriegen wir auf alle Fälle...
kriegen nicht das Eichenblatt. Okay, wir kriegen einen Tannenzapfen. Es kann nicht so schwer sein, Tannenzapfen zu finden. Da ist er doch. Ein Seepferdchen. Ein Regenschirm. Ein Kompass. Ich sehe wie immer nichts. Ein Skorpion. Ein Frosch. Ein Gehirn. Davon hätte ich auch gern eins. Ein Knauf. Ach! Wirklich? Wir kriegen einen Knauf. Toll. Das da? Das da? Kann alles ein Knauf sein, mal ganz ehrlich. Hast du mal eure Hütte gesehen? Suche ich gleich. Eine Eiche. Eine Lupe. Ein Auge. Ein Auge. Da. Und Pi. Pi habe ich schon gesehen gehabt. So, und jetzt ein Knauf. Der sieht auch ganz genauso aus wie die hier. Achso, tut er wirklich. Jetzt habe ich Säure gefunden. Natürlich habe ich Säure gefunden. Alter, Monstersäure! Monstersäure, Alter! Du hältst mich nicht auf, Gargoyle! Ich werde euch alle besiegen! Wie Fehler. Der hat es kaputt gemacht. Toll. Du Arsch. Du hast es kaputt gemacht. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Weil wir haben ja festgestellt, dadurch, dass die Säure hatten, reicht es nicht, wenn wir das hier einsetzen. I fooled you, silly orphan. You've restored all my power. Now I can destroy Merlin. Ups. Aber, und der hat uns gerade in die Vergangenheit geportet, ja? Was ist das denn? Hä? Wow, boah, war das...
Alter, Schwierigkeitsgrad 5000. Finally here. Good. I suspect Viviana has freed herself in the future. Take the ring from the oak chest and activate the alarm system on the balcony. Return to me when you're done. Mm-hmm. Drei Rohre fehlen. Schön, da ist ein Glasrohr. Toll. Naja, gut. Schauen wir mal. Eine Sonne, eine Sonne, eine Sonne. Wie kam ich eigentlich auf die tolle Idee, dass es damit erledigt wäre, dass ich da hingehe, den Ring da einsetze und es dann machen könnte? Also, diese Naivität muss bestraft werden. Deswegen muss ich jetzt drei Rohre suchen. Wäre ich davon ausgegangen, dass ich danach noch was machen muss, hätte ich wahrscheinlich nur zwei suchen müssen. Nein, ich weiß, das ist Unsinn, aber egal. Eine Feder und die 47. Hatte ich die nicht schon gesehen gehabt? Da. Ein Rhombos. Rhombus. Rhombus. Bist du? Ist das nicht irgendein geometrisches Dingsbums? Achso, ich habe einen Knopf gefunden. Ich mache erstmal weiter. Knöpfe. Du bist ein Knopf. Gut, du bist kein Knopf. Du bist ein Knopf. Das ist ein Finger. Okay. Ja, ne? Puderdose habe ich auf jeden Fall schon mal. Zumindest eine.